Was machen die da? Ein männliches Nachtara und ein weibliches Vonona? Puh, ist ja ekelhaft, ey. Also was man hier alles in Ark findet, Leute. Unglaublich. Willkommen zu der Ark Pokémon Mod. In diesem Video fange ich mit meinem kleinen Let's Play bzw. mit meinem kleinen Ark Projekt an. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, könnt ihr auf jeden Fall liebend gerne einen Daumen nach oben da lassen und mir in den Kommentaren erklären, wie ich das hier weiterführen soll und wie ich Pokémon und etc. fange, besiege und so weiter und so fort. Es ist so eine Art Community Projekt und wenn ihr euch mit Ark auskennt, könnt ihr euch so perfekt mit einbinden. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Ja, wir töten das einfach mal direkt hier, wenn das geht. Weil wir brauchen natürlich auch was zu fressen hier in Ark. Ich habe echt keine Ahnung, wie das so richtig funktioniert. Aber hey, kill. Wir mal das Nachtara hier. Also, wenn es gehen sollte. Warum stirbt das Teil hier nicht? Ist das irgendwie OP oder so? Ah, okay. Wenn wir E drücken, können wir hier also die ganzen Sachen aufsammeln, die hier irgendwo im Boden rumliegen. Alles klar, ja, machen wir einfach mal. Ist ja easy. Noch ein Nachtara. Oder ist das das gleiche? Ich glaube, das ist das gleiche. Hm. Hä, aber warte mal kurz. Wir können doch auch, warte mal, wie war das auf R? Irgendwo drauf konnten wir auf jeden Fall unser Inventar öffnen. Warte mal, können wir damit Leute killen? Können wir die damit killen? Stirbt er dann? I don't know. Alter, stirb doch endlich! Oh mein Gott, Leute, guck mal, was ich gefunden habe. Ein fucking Sephiron. Wir haben einfach einen Zoroark gefunden. Wie nice ist das denn? Level 7. Oh damn, das sieht schon ziemlich episch aus. Gefällt mir, also das ist echt... Das sieht sau nice aus. Geil. Und guck mal, was ist das denn da oben? Lol. Das ist irgendwie so ein Turm oder sowas. Ich muss auch sagen, ich habe mir bisher noch gar keine anderen Ark-Sachen angeguckt. Beziehungsweise ich kenne mich gar nicht mit dem Hauptspiel aus. Ich bin also so gesehen ganz blind hier drin, das heißt, ich weiß auch nicht, was das da oben sein soll. Ich habe mal bei Sephi in einem Stream reingeschaut, aber nur ganz, ganz kurz. Wie kommen wir jetzt am besten dahin? Ich glaube, kurzer Cut und wir sehen uns dann da hinten wieder. Kommen wir da irgendwie lebend runter? Oh ja, das überleben wir, alles klar. Okay. Was zur Hölle ist das hier? Kriegen wir jetzt irgendwie eine Story oder sowas erzählt? Ist ja oben jetzt irgendwie der Anfang des Spiels oder so? Also, ist es normal, dass man erstmal hier hinrennen muss und dann passiert irgendwas? Oder ist es irgendwas Spezielles, was ich gerade gefunden habe, was sau selten ist? Das würde mich mal interessieren, oder? Was zur Hölle ist das? Und was ist das in der Mitte hier? Kann ich damit irgendwas machen? Tributterminal. Inventar. Ich kann hier Tribute reinhauen? Zum Beispiel sowas hier? Okay. Auf dem Weg nach Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Oh mein Gott, hier ist ein Fisch. Hier ist ein Fisch, der will mich umbringen. Der will mich umbringen, oh nein. Oh nein. Los, tank den Saft. Ich weiß zwar nicht, was der bringt, aber es ist eine Timecapsule oder sowas ähnliches. Und irgendwie, keine Ahnung. I don't know, was die bringt, aber egal. Wir haben überlebt, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Diese spezielle Musik auf einmal. Und dann auf einmal kommt da so ein scheiß Fisch hier entlang, Alter. Schisch. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Das sieht ja übertrieben krass aus und... Oh mein Gott, ein Keifel. Wie krass sieht das denn aus? Also die Haare sehen mal richtig geil aus. Die sehen so ledermäßig aus irgendwie. Lol. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ich die ganzen Pokémon fangen kann und etc. Das müsst ihr mir ein bisschen weiterhelfen. Ich kann mich hier echt noch gar nicht aus. Ich will hier nur ein bisschen rumlaufen, mir die Pokémon erstmal angucken. Und im zweiten Part machen wir dann weiter mit Pokémon fangen oder etc. oder besiegen oder so. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann schreibt das bitte gerne in die Kommentare, weil ich weiß es wie gesagt nicht. Ihr müsst mir das echt in die Kommentare schreiben, damit ich das mal... Also, es ist so eine Art Community-Projekt so gesehen. Ihr helft mir in den Kommentaren, falls ihr euch mit Ark auskennt. Und ich versuche das dann in den Videos zu schaffen. Hier war gerade irgendwas im Wasser, ne? Mir fällt gerade der Name des Pokémons nicht ein, aber es ist von der 6. Gen, das ist auch dieses Dinosaurier-Pokémon. Ich weiß gerade echt nicht den Namen, irgendwas mit M war das, glaube ich. Und daneben ist einfach noch ein Zoroark, krass. Von da hinten ist das aus wie so ein Groudon, was daherläuft, ey. Aber okay, wir gehen mal weiter hier hinten hin zu dem riesigen Gebäude. Oh, okay. Und was kriege ich jetzt hierfür? Für die Tribute?
Krieg ich jetzt... Ändert sich jetzt die Farbe hier, oder was? Die ist kalt, das heißt, wir einen wärmeren Ort aufsuchen. Oh, nee. Oh, nee. Wir müssen einen warmen Ort aufsuchen, Jungs. Jetzt gleich sind wir auch schon unter diesem, Stützpunkt oder was auch immer das sein soll. Das sieht ja aus wie das Teil, was wir auf der Hand haben. Warte. Da, das, was ihr kurz sehen konntet. Da unten, seht ihr das ja hier genauer? Genau da. Da unten, link am Arm. Da ist ja so ein Teil. Und genau so sieht das aus. So, hier, dieses ist ja auch so. Ne? Und da oben, das Teil ist aus. Also ihr versteht, was ich meine, hoffe ich mal. Oh mein Gott, das sieht ja mal auch mega nice aus hier. Hier ist einfach so ein fucking Wasserfall. Alter, können wir da irgendwie hoch? Da würde ich echt gerne mal hochrennen. So, das würde ich gerne mal erkunden. Also, zum Erkunden macht das auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin ja ein richtiger Erkundungsfan. Aber wenn ich ja irgendwann noch was Spezielles machen kann, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare, weil... Ja, das muss auf jeden Fall auch in den nächsten Parts gemacht werden. Wir müssen auf jeden Fall auch halt außerhalb vom Erkunden noch was schaffen hier. Und wäre cool, wenn ihr mir, wie gesagt, da in den Kommentaren weiterhelfen könntet. Und oh Gott, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Nein. Ah, wir müssen da irgendwie anders hoch. Ich glaube, hier geht es dann besser hoch, oder? Nein, auch nicht. Vielleicht hier irgendwo zwischen hoch. Das ist schon eher, oder? Ja. So, hier hoch. Ich will da auf jeden Fall hoch. Guck mal, hier sind auch so viele Koko-Weiß. Nice. So, komme ich da irgendwie ganz hoch? Ich will echt ganz hoch auf diesen Stein da oben. Oh, Leute, hier ist der Wasserfall. Was eigentlich, wenn wir da jetzt reingehen? Ich will ja eh... Ja, ich kann auch am Strand herlaufen, aber... Versuchen wir mal, hier durchzuschwimmen. Und... Wow! Das war lustig. Und nochmal... Wow! Alter, das sieht ja noch viel epischer aus, Leute. Gebt euch das hier mal. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein Level Up verfügbar oder sowas. Und was ist eigentlich, wenn ich hier gegen... Kann ich hier irgendwas gegen machen? Nee, kann ich nicht. Ja, super. Kann ich dich jetzt eigentlich umbringen hier? Kann ich dich irgendwie umbringen? Hallo? Hallo? Oder wie sieht das hier mit aus? Kann ich ihn irgendwie nicht umbringen? Hi! Ich will dich umbringen. Es juckt ihn einfach nicht, Alter. Es juckt ihn einfach im geringsten nicht. Dir ist kalt, du sollst bald einen wärmeren Ort aufsuchen und du bist erschöpft. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber ich will noch ein bisschen erkunden, Leute. Ich muss noch erkunden. War das gerade ein Furz? The fuck? Also, dieses Spiel wird gerade richtig skurril. Erst dieses Teil da oben, dann furz ich hier gerade rum und... Ey! Noch ein Umbreon, wie geil! Also, Natara ist echt ein geiles Pokémon, Leute. Und es gibt's ja echt wie Sand am Meer. Warum das so ein Herz hat? Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie gesagt, hier... Oh, ein Evoli! Ein Evoli! Als ob! Oh, wie süß! Heißt es, es ist ein freundlicher Pokémon, oder wie? Oder was soll das Herz heißen? Oh, das sieht so cute aus. Wie das da so steht. Ha, richtig süß. Und da hinten ist noch ein Nachtara. Also Nachtara sind ja echt überall. Da ist eins, da hinten ist eins. Die scheinen echt überall zu sein, aber... Keine Ahnung, was geht. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon es hier noch gibt. Also es gibt auf jeden Fall... Nicht alle Pokémon. Das sollte klar sein. Generationsbedingt sind die jetzt auch nicht. Ich meine, Natara ist von der 2. Gen. Sora ist von der 5. Gen. Und ja, Knuffelns ist von der 1. Gen. Deswegen. Genbegrenzt ist es ja auch nicht. Aber es sind irgendwie nur ein paar Pokémon, die halt halbwegs hier reinpassen. Wobei Natara, ja, ist okay. Evoli ist auch voll okay. Monagoras ist das. Genau, Monagoras ist das. Pokémon. Was machen die da? Ein männliches Nachtara und ein weibliches Volnona? Uah, ist ja ekelhaft, ey. Also, was man hier alles in Ark findet, Leute. Unglaublich. Wir laufen durch den Urwald und sind auf der Suche nach neuem Pokémon. Und wir finden nur Clefensa, Nachtara und ein kleines süßes Evoli, was da hinten gerade rumläuft. Und wo bist du? Da bist du. Na Evoli, wie geht's dir? Bam. Spasti. Wie geil. Kommt, ich will mir das angucken. Ich will mir das angucken. Komm, Zaubers. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es liegt einfach davon, das Zaubers. Wie nice. Ja gut, Leute, also, was ist denn da hinten? Das ist schon wieder so ein Tributding, ne? Also, habe ich ja eben schon erwähnt, das ist schon wieder so ein Tributding, glaube ich. Oder ist es eine Eislandschaft?
Scheint eine Eislandschaft zu sein. Leute, ich glaube, da gehen wir im nächsten Part hin. Ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dann und... Wartet. Ciao. Falls ihr Bock auf Merchandise von mir habt, dann schaut auf jeden Fall gerne bei meinen beiden Merchandise-Seiten vorbei. Einmal bei Free Supply oder bei elbstar.de. Beide auch unten in der Beschreibung verlinkt. Dort gibt es einmal ein Motiv mit Greninja und einmal ein Motiv ohne Greninja auf den jeweiligen Seiten. Also falls ihr Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Und noch einen schönen Tag, euer Zerlo.